Vom 28. bis 30. April folgten wir, die Stadtgarde, deren Angehörige und interessierte Bürgerinnen und Bürger, einer Einladung unserer CDU-Bundestagsabgeordneten Carola Stauche nach Berlin. Inhalt der Reise waren unter anderem Besichtigung von Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt an politischen Gesichtspunkten orientiert. Unsere erste Station war der Besuch der Dauerausstellung Tränenpalast am S-Bahnhof Friedrichstraße. Es war der einst wichtigste und sensibelste Grenzübergang von Ost- nach West-Berlin. Seit 3. Oktober 1969 überragt der Fernsehturm als höchstes Bauwerk Deutschlands die Hauptstadt. Bei einer Stadtrundfahrt hatten wir Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten im Zentrum wie das Rote Rathaus, der Berliner Dom, Museumsinsel, ehemalige Staatsratsgebäude der DDR und französischen Dom mit dem Gendarmenmarkt in Augenschein zu nehmen. Wir kommen zum Grenzübergang Checkpoint Charlie. Dieser geschichtsträchtige Übergang wurde 1961 eingerichtet. Er verband den sowjetischen und amerikanischen Sektor und sorgte oft für weltweites Aufsehen. Heute ist es die Touristenattraktion schlechthin, wo auch ein Erinnerungsfoto nicht fehlen darf. Wolkenkratzer, wo einst Brachland war, der Potsdamer Platz. Vorbei fahren wir am Denkmal für die Ermordung europäischer Juden mit 2700 Stelen. Seit 2001 gibt es das neue Bundeskanzleramt. Nächster Stopp ist das Paul-Löbe-Haus. Es ist ein Funktionsgebäude des Deutschen Bundestages. Hier wurden wir von Carola Stauche empfangen. Ich denke, es verträgt sich ganz gut. Sie ist Mitglied des Deutschen Bundestags und gehört der CDU an. Sie beschrieb ihre Arbeit, erörterte Themenschwerpunkte und man konnte auch Fragen stellen. Und es ist auch so, dass wenn die Fraktion sich festlegt auf eine Abstimmungsart, in der Niederkirchner Straße im Ortsteil Kreuzberg, unterhalb eines erhaltenen Abschnitts der Berliner Mauer, ist ein seit bereits 1987 bestehendes Projekt zur Dokumentation und Aufarbeitung des Terrors aus der Zeit des Nationalsozialismus zu besichtigen. Anhand von Schautafeln wird sehr eindringlich das Entstehen der NS-Ideologie dargestellt. Es sind sehr viele Informationen zu dieser dunklen Zeit modern präsentiert. Der Mauerstreifen neben der Ausstellung weckt reges Interesse bei vor allem jungen Leuten aus dem Ausland. Wir kommen zum Brandenburger Tor. Es steht am Pariser Platz in der Dorotheenstraße im Ortsteil Mitte. Das monumentale Bauwerk kann auf eine rund 200-jährige Geschichte zurückblicken. In der Nähe befindet sich auch das Adlon-Hotel.
Bis 1989 war es ein Symbol für die Teilung Berlins. Natürlich kommt man hier nicht drum rum, ein Foto zu machen. So viel gestellte Bilder, Wahnsinn! Zu DDR-Zeiten ging es weniger turbulent am Brandenburger Tor zu. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich der Reichstag. Heute, nur noch bei rechtzeitiger Anmeldung, hat man die Möglichkeit, den Reichstag zu besichtigen. Für uns wird es der Höhepunkt unseres Berlin-Aufenthaltes sein. Nach einer Sicherheitskontrolle nahmen wir auf der Zuschauertribüne Platz. Es folgte ein Vortrag, wo aber nicht mitgefilmt werden durfte. Der Adler, der im Volksmund auch Fette Henne genannt wird, hängt im Plenarsaal und besteht ganz aus Aluminium und wiegt ca. 2,5 Tonnen. Auch wenn während unseres Besuches das Saal leer war, so bekommt man doch schon einen Eindruck über das Geschehen und den Ablauf bei einer Tagung. Die Glaskuppel versorgt das Plenum mit natürlichem Tageslicht und dient zum Ablufttransport des Saals nach oben ins Freie. Diese anspruchsvolle Konstruktion aus Glas und Stahl ist zu einem Wahrzeichen geworden. Die Kuppel misst 38 Meter im Durchmesser, hat eine Höhe von 23,5 Metern von der Dachterrasse aus gemessen. Bis zu 8000 Besuchern täglich besichtigen die Kuppel. In Abendstimmung und einem traumhaften Sonnenuntergang über der Stadt endet unser Aufenthalt. Hat sich gelohnt? Ja. Na, voll. Die 3 Tage in Berlin werden für uns alle ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Danke an Carola Stauche für ihre Einladung.